Herzlich willkommen zur vierten Folge Let's Play Warhammer 40k Space Marine von und mit dem Pin. Wir sind hier gerade auf dem Weg, die Batterie zurückzuerobern, Orks im Anmarsch, wunderbar, so haben wir das doch gerne, gleich rennen in die Action hier. Ups. Jetzt habe ich mich selbst überholt mit dem Reden und dem Denken. Ach, das klappt immer alles nicht so. Ich bin ja auch nur ein Frontkämpfer. Warum sagen die denn die ganze Zeit Orks im Anmarsch und dann kommen hier keine? Also irgendwie bin ich gerade ein bisschen enttäuscht. Ah. Zack. Wie die wegzucken. Nice. Sehr nice. Oh. Ich glaube, jetzt wechsle ich mal auf. Ach, komm hier. Granate. Bam. Und noch eine. Komm. Und noch eine. Und noch eine. Und noch eine. Jawohl. Boom. So, oh, jetzt schießen wir jetzt. Also ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht voreilig meine ganzen Granaten weggeworfen. Ich die gleich nochmal brauchen. Hallo! Jawoll! Komm, Junge! Komm! Ach, falscher Knopf! Bam! Und gib ihn! In der Mitte durchgesägt. Na, nicht ganz in der Mitte. Aber durchgesägt. Hallo! Aufmachen! Space Marines. Jetzt Pistole. Obwohl, das hier sieht so aus. Muni. Ich glaube, man braucht hier nicht so richtig Muni sparen. Bisher. Ist, glaube ich, eher auf Action getrimmt als auf Survival, habe ich gerade das Gefühl. Schauen Sie sich die Kabel an. Die versorgen wohl Orkfallen auf dem ganzen Schlachtfeld. Na, dann lass die doch mal ausmachen. Kann ich das? Kann ich nicht. Schade. Auf. Captain, Sturmunterstützungskapseln wurden in dieser Gegend abgeworfen. Heißt? Sprungmodul aufnehmen. Das wird witzig. Das wird witzig. Halten Sie die Leertaste. Halte Leertaste gedrückt, um das Sprungmodul auszulösen. Drücke im Flug Maus 2, um dich auf Gegner zu stürzen und diese zu lähmen oder zu töten. Fernwaffen sind auf die Bolt-Pistole und Bolter beschränkt. Ja, gut. Gehen Sie nach oben, Captain. Wir kümmern uns um die Orks hier unten. Ach so. Wow, 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 wow. Mist. Boah, ich brauch's 2 für Boden. Bah! Ach, jetzt hab ich auf den geschossen, dabei wollte ich noch. Autsch, 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 Autsch. Ach, verdammt. Jetzt war ich wieder... Wenn ich so ein Blutrausch bin, ne? Genau, jetzt habe ich einen Boden rammert und jetzt kann ich exekutieren. Exekutieren, hallo? Warum? Na, Junge. Jetzt. Das war der Plan. Ich brauchte wieder ein bisschen Gesundheit. Ja gut. So, wo bin ich denn jetzt? Ich kümmere mich da unten. Ich bin hier oben. Komm hier weiter. Alle, hopp. Ah ja. Ja. Und jetzt bin ich wieder runtergerutscht. Guck mal, wie schön. Alle, hopp. So. Oben Rammer Overkill aufs Rohr. Hier kommen wir anscheinend nicht hoch. Was ist denn da unten los? Gut, aber anscheinend wollte ich hier hin. Alles klar. Jawohl.
wollten wir hin. Schön. Ich weiß jetzt nicht genau, wozu ich das Sprungmodul benutzt habe, aber naja. Muni, Schaden. Bah! Weg! Ach, ich muss doch erst dann das haben. Aber das hat die trotzdem erwischt. Schön, sehr schön. Gut. Ja, sehr witziges Prinzip. Hopp. Ich wüsste gern vorher immer ein bisschen, wo ich hin will. Das ist alles sehr unübersichtlich. Aber ja, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass auf der echten Schlachtwelt das alles viel übersichtlicher ist. Schon nachgeladen? Jetzt. Komm, komm. Komm, 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 komm. Ah nein, lass mir mal einen. Ich brauche einen zum Ringen. Jawoll. Ich bin ein Leben. Wobei ich mich frage, wie man da Leben regeneriert. Mit einfach nur einen Typen abmetzeln. Alle. Rüber. Hallo. Bam. Rot von oben. Nice. Zack. Hat einer überlebt? Nein, natürlich nicht. Da drüben. So langsam müsste ich mal. Ja, das ist ein bisschen doof jetzt. Und rein. Uiuiui, das gab einen Punkt. Komm, gib mal dein Leben her. Schön. Ja. Wunderbar, so haben wir denn hier eine. Freundliches Ork. Komm. Oh no, mit dem der voll. Ja, 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 ja. Also mit Gewaltdarstellung geizt dieses Spiel nicht. Die verkehrt, Junge. Komm. Hallo? Platz für das Sprungmodul. Warum konnte ich denn nicht? Der Brocken hat die Orks direkt in die Festung gebracht. Ach, da habe ich das Gespräch unterbrochen beim Exekutieren wahrscheinlich. Kein Platz für das Sprungmodul. Jetzt habe ich mich gerade dran gewöhnt. Ich habe gerade so Spaß gehabt. Inhalte werden gespeichert. Kapitel 3. In der Höhle des Löwen. Verteidigungsbatterie Goliath. Nicht mehr. Space Marine? Wir sind doch nur 3. Die halten sich immer ganz, ganz weit zurück. Ja, bisher ist das nicht schlecht. Also wenn dann irgendwann die Situation kommt, wo eigentlich ein bisschen Teamwork und ein bisschen Feuerunterstützung cool wäre, dann werde ich bestimmt wieder drüber weinen. Aber bisher gefällt mir das ganz gut, dass die sich ein bisschen zurückhalten und mich machen lassen. Ah ja, wunderbar. Ich laufe hier einfach durch die Höhle, weiß nicht recht wohin und das sieht aber gut aus. Schön, schön. Schön, 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 schön. Faini. So, aber ah. Hässlichen Bleppos! Wer ist im Anmarsch? Was ist da los? Was sind die alle Geräusche? In dieser Festung wimmelt es von Orks. Das wird Tage dauern, sie zu befreien. Jetzt. So lange können die Imperialen nicht überleben. Wir müssen das Geschütz irgendwie zerstören. Zerstören sie das Geschütz? Okay. Das ist die Munition, die das Geschütz verschießt. Alter Verwalter. Ui, ui, ui. Ja gut. Jetzt ist hier irgendwie Slow-Mo schon die ganze Zeit. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist mein Rechner zu schwach. Ja, die Frames sinken nur auf 20 gerade. Ich weiß nicht recht, was das soll. Space Marine erkannt. Vergelterwerfer. Zugang zum experimentellen Vergeltungswerfer erlaubt. Vergeltungswerfer? Klingt vielversprechend. Klingt vielversprechend.
experimentelle Graja-Schema-Vergelterwerfer ist ein spezialisierter Werfer für magnetisierte Fusionsladungen, die an Wänden und feindlicher Panzerung haften bleiben. Das klingt schön. Linke Maus zum Schießen, R zum Zünden. So, was ist denn hier gerade los? Kann es eventuell sein, dass diese riesige Geschossmühle... Gut. Komisch. Sag mal! Schon wieder Slow-Mo ohne Ende hier? Nein. Dass das nicht lange dauert, alles. Ist denn hier so Slow-Mo? Das verstehe ich nicht. Sprint auch. Ich hätte eigentlich gedacht, dass mein Rechner gut genug ist für sowas alles hier. So, da hinten ist er. Ach, ist er ausgewichen, der Arsch. Ach. Ich frage mich, was hier gerade los ist, ehrlich gesagt. Sicherlich nützlich. Also irgendwo muss hier Physik-Engine-Berechnungsmüll sein. Wahrscheinlich mit diesen riesen Geschossen, mit dem lustigen, dass ich hier die ganze Zeit... Aber finde ich gut gelöst, dass wenn die Frames sinken, dann ist hier halt Slow-Mo und nicht so komisch abgehackt wie in anderen Spielen. Ja, müssen wir erstmal durch. Die Folge bringen wir jetzt so zu Ende. Danach gucke ich mal, ob es nicht vielleicht doch an was anderem liegt. Ja, apropos die Folge bringen wir zu Ende. Das ist auch nicht mehr lange, Kinder. Bereitet euch schon mal darauf vor, dass hier bald Schicht im Schacht ist. Abregelung aktiviert. Aber das nervt ja auch ein bisschen daneben. Schauen Sie, Captain. Weltersprengladungen. Platzieren Sie die an den richtigen Stellen. Dann bricht die ganze Festung zusammen. Wir könnten die Ladung an einem der Geschosse anbringen. Leandros, Sie machen den Orden stolz. So, damit jetzt einsammeln hier. Ja gut, wir haben jetzt hier... Dass wir durch das Steigern der Maschinen sortieren. Ich werde dich, um dort zu töten. Komm, Renate. Wie lässig er jetzt im Handgelenk wirft. Einfach eine coole Sau. Ja, andererseits ist das hier mit 20 Frames im Slow-Mo-Modus auch alles ziemlich leicht, ne? Guck mal, da triffst du, wenn ich kippe. Zack. Ich probier mal nochmal Dings hier. 4 ist die. Bereit machen für Ortsangriff. Zünden. Ich bin nötig, um Norden zu finden. Mach ihn mir nochmal auf den Weg. So. Nett. Aber nicht mein Ding. Ich hole lieber den Bolt aus. Sieh nach. Ich werf mal da hinten eine Granate hin. Bitch. Erwischt. Hallo. Ah, jetzt sind wieder 30 Frames. Sehr, sehr schön. Ja, ich nehme halt nur 30 Frames auf, weil ich finde, das reicht eigentlich schon mal. 20 Frames, ne? Das sieht man ja schon schön flüssig und spart dafür eine Menge Speicherplatz beim Aufnehmen. Jetzt müsste ich nach jeder Folge erstmal ändern und so, könnte ich am Stück ein bisschen was wegspielen. Und dann wird das Ganze schon wieder gar keinen Spaß machen, glaube ich. Ja, gut. Den Raum haben wir geklärt. Und werden deswegen jetzt auch wieder die Folge leider beenden müssen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.